Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch große Freiheit live von Unheilig in der Earbook Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Earbook findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Große Freiheit live von Unheilig, das Ganze aus dem Jahr 2010. Wir haben hier mal wieder ein Unboxing aus dem Bereich Pop. Ja, das ursprüngliche Album Große Freiheit, das habe ich euch ja bereits vorgestellt. In diesem Fall gab es eine Box und wenig später erschien dann Große Freiheit live in der Earbook Edition, in der sogenannten Deluxe Edition. Wir haben hier ein quadratisches Earbook vorliegen in Schwarz. Auf der Vorderseite, auf dem Cover, haben wir hier einmal das reguläre Cover des Albums Große Freiheit, aber etwas abgewandelt. Also ursprünglich war das Ganze ja nur in Schwarz und Rot. Und hier hat man dann oben entsprechend diese beiden Lichtkegel dazu gemacht und auch diese ganzen silbernen Streifen und oben in der Mitte da dieser Kompass, das ist dann dazugekommen. Also nochmal kurz zum Vergleich. Hier das reguläre Cover. Das sah so aus und jetzt ist aus dem Mond hier in diesem Fall dieser Kompass geworden und der strahlt hier und dann haben wir diese zwei Lichtkegel und ansonsten ist eben das Schiff hier auch noch in Silber und nicht mehr in Schwarz und Rot. Gut, so viel zum Artwork, zum Cover. Auf der Seite lesen wir auch Unheilig Große Freiheit live. Und auf der Rückseite haben wir dann den Inhalt. Wir haben hier zwei CDs. Auf CD1 haben wir 10 Tracks. Auf CD2 haben wir 9 Tracks, also 19 Stück. Und dann haben wir zwei DVDs. Und zwar einmal Große Freiheit live, das Konzert. 19 Tracks hier auch mit dabei. Und dann haben wir Große Freiheit live, die musikalische Reise. Auch nochmal die 19 Tracks. Allerdings etwas unterschiedliche Laufzeiten, wenn man das hier sich genauer anschaut. Okay, dann haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Es ist das vierte Live-Album von Unheilig. Hier haben wir dann wieder den Kompass. Und hier geht's dann los. Wir haben hier erstmal so eine Einleitung, so eine Widmung. Beziehungsweise ist das Ganze auch gleichzeitig eine Danksagung. Könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen an dieser Stelle. Einfach kurzes Video anhalten. Dann haben wir auf der rechten Seite weitergehend eine Info dazu. Also was es mit diesem Konzert so auf sich hat, wie es dazu kam, was da mitgespielt hat so an Emotionen und Beweggründen. All das kann man hier dann nachlesen. Und dann geht es los mit den Fotos. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das am besten mache. Ich glaube immer so eine Seite. Beziehungsweise, vielleicht geht es sich aus, dass wir es einfach hinlegen. Ja, und so reinschauen. Okay, also wir haben hier Schwarz-Weiß-Fotos. Das Ganze ist übrigens am 17. April 2010 im Palladium in Köln aufgezeichnet worden. Hier haben wir Schwarz-Weiß-Fotos. Vom Sänger, vom Grafen, im Hintergrund seine Band, seine Leute hier am Aufbauen. Dann haben wir hier Bilder hinter den Kulissen. Teilweise dann auch durchnummeriert die Seiten, also ich glaube die linke Seite ist immer durchnummeriert, jawohl. Dann weiter Schwarz-Weiß-Fotos. Und auch hier wieder dann alles in Schwarz-Weiß. Also hier sehen wir scheinbar den Grafen, wie er hinter den Kulissen sich so drauf vorbereitet. Vor dem Auftritt. Und jetzt geht's zur Sache. Also das sind die Fotos live vom Auftritt. Hier in der Mitte der Graf mit seinen Fans. Hier sind dann auch die ersten Fotos in Farbe, die dann etwas kleiner sind. So sah die Bühne aus, also hier auch auf der Bühne das Schiff zu sehen des Covers.
Und dann sehen wir hier jede Menge Fotos, wie der Graf hier mit der Menge interagiert. Eine Doppelseite wieder. Hier haben wir im Hintergrund auch noch einen Kinderchor. Fotos im Zusammenspiel mit den Fans. Ja, und da dürfte er wohl ziemlich überwältigt und dankbar sein. Er verbeugt sich hier und liegt vor seinen Fans auf der Bühne. Und das Ganze zieht sich dann hier so durch. Also, wir sehen jede Menge Fotos, sowohl schwarz-weiß als auch in Farbe. Die meisten, wie gesagt, in schwarz-weiß. Da ist auch ein heftiges Bild hier von der Perspektive, vom Winkel her. Dann hier wieder Farbfotos. Und die kommen dann auch immer in unterschiedlichen Größen. Also teilweise füllen sie eine ganze Seite, beziehungsweise sogar eine ganze Doppelseite. Und dann haben wir wieder so kleinere Bilder. So, wir sind jetzt auf Seite 48. Schauen wir mal. Hier haben wir dann nochmal die Bandmitglieder. Und hier der Abschied, der Abgang von der Bühne. Hinter der Bühne dann ziemlich fertig, wahrscheinlich auch erleichtert, aber auch einfach nur kaputt. Ja, das muss erstmal verarbeitet werden, so ein Auftritt, sowohl körperlich als auch natürlich emotional. Dann hier die Abbauarbeiten. So, das war's zu den Fotos. Wir sind jetzt auf Seite 60. Hier finden wir dann die einzelnen Tracks nochmal im Detail. Also die gesamten Lyrics kann man hier nachlesen. Hier ist wirklich jeder Titel erfasst. Dann haben wir weitere Texte und weitere Texte. Und zum Abschluss auf der letzten Seite, in diesem Fall Seite 64, haben wir dann hier noch einmal die Credits. Also wer hat hier mitgewirkt, wer war hier beteiligt an diesem Konzert und natürlich an den einzelnen Liedern. Dann haben wir so eine schwarze Trennseite. Und zum Abschluss kommt der eigentliche Hauptbestandteil, und zwar die Tonträger bzw. die DVDs. Wir haben hier einmal CD Nummer 1. Die kommt hier in Schwarz und Silber. In der Mitte dann auch wieder so in Hochglanzoptik der Kompass. So sieht das aus. Also, wie gesagt, die CD1 hat hier 10 Lieder drauf. Dann haben wir CD Nummer 2. Die sieht so aus, genau wie die CD1. Hier haben wir dann 9 Lieder drauf, womit wir dann insgesamt auf 19 kommen. Und dann haben wir die zwei DVDs. Einmal diese hier, Große Freiheit Live, das Konzert. Das Ganze hier mit einem FSK 12 Hinweis versehen. Und dann haben wir noch DVD Nummer 2. Große Freiheit Live, die musikalische Reise. So sieht das aus. Jawohl. Gut, das war's soweit. Hier gibt es dann weiter nichts zu sehen. Es ist wirklich die allerletzte Seite. Und das Ganze schließt dann hier. Jawohl, das alles. Die zwei CDs mit insgesamt 19 Liedern plus die beiden DVDs. Das alles in dieser wunderbaren Deluxe Edition, in diesem E-Book. Große Freiheit live von Unheilig. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der E-Book Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unheilig unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.